Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Gottier-Supporter-Video. Wir behandeln heute Patch 8.4 und schauen mal wieder, wer stark ist, wer schwach ist und warum es so gekommen ist. Viel Spaß dabei. Yeah. An der Spitze befindet sich mal wieder Janna. Peelen und ein extrem gutes Schild im Mid- und Late-Game an den ADC weitergeben sind die Faktoren, die sie dorthin gebracht haben. Was wir uns fragen müssen ist, warum hat sie nun 1,5% Winrate nochmal obendrauf bekommen seit dem letzten Patch? Bisher waren defensive Tanks wie Braum und Tahmkench sehr stark. Im Hinblick auf den Nerf, den das Relic-Shield durchmachen musste und gleichzeitig den Buff der Coin, ist es hier nur allzu verständlich, dass Janna ein weiteres Hoch feiert. Hoch Janna ist also am Wüten und die defensiven Tank-Supporter erleben ein Tief, bis auf den glamourösen Sion-Support. Ihn als defensiv einzustufen ist schon fast frech, da in Sion ganz gerne mal mit Kometen und einem E-Max in der Lane gespielt wird und somit sehr viel Pressure aufbauen kann. In der Secondary geht man als Tank weiter und im Prinzip Sion erfüllt im späteren Verlauf ganz gerne mal Tank, Peel und wenn es sein muss auch die Engage-Rolle. Der Unterschied, warum jetzt Sion so im Vergleich zu den anderen Tank-Supportern so gut dasteht, ist die W-Fähigkeit. Er bekommt hier für jedes kleine Minion, das er last hittet, 3 HP und bei großen Minions bzw. Jungle Monsters, aber auch Takedowns an Champions, bekommt er einfach mal 10 HP for free. Das ist Leben, das er bekommt, was andere Tank-Supporter nicht bekommen. Wir müssen mal kurz rekapitulieren, dass den Tank-Supporters auf dem Relic Shield HP genommen wurde. Relic Shield wurden 25 HP weggenommen. Auf Targons waren es dann glaube ich 50 und auf dem Kombinations-Item bzw. aus unserem Ausbau-Support-Item auf dem Eye of the Aspect, Revenant of the Aspect, ich weiß nicht genau, fehlen uns 150 Leben. Das ist enorm viel und gleichzeitig wurde auch im Inspirationsbaum Celestial Body entfernt und stattdessen Time Warp Tonic eingeführt. Dazu kommt es bald noch ein Video. Ich finde die Runde nämlich ziemlich interessant, doch das nur nebenbei als kleiner Teaser. Wir haben hier also insgesamt 250 Leben als Tank-Supporter verloren. Wir bekommen die einfach nicht wieder. Und wenn wir uns jetzt nochmal als Tank-Supporter für Resolve, also unseren Tankbaum, plus zum Beispiel Domination entscheiden, verlieren wir weiteres Leben, weil wir in Inspiration bekommen wir den maximalen Bonus. Ich glaube 168 geraten gerade, ungefähr in diesem Bereich. Und in einem Domination-Baum bekommen wir nur die Hälfte. Dafür kriegen wir da zwar AD bzw. AP, aber das gleicht natürlich unseren Health-Pool nicht aus. Okay, das sind im Prinzip so die Punkte, warum die Tank-Supporter aktuell nicht mehr so gut dastehen und warum Sion halt das ausgleicht. Damit steht er neben Janna. Gehen wir weg von den Ausnahmetalenten und blicken zur breiten Masse und hier haben wir Lulu und Nami wieder ein klein bisschen stärker, aber auch Taric. Der Grund für ihre Popularität und Winrate ist nicht unbedingt, dass sie sonderlich schlecht waren. Gerade Lulu und Nami haben eine relativ solide Winrate gehabt, da sie mit dem Spell Thief sehr solide aggressiv spielen können, ihr Gold bekommen und da ganz gut dabei sind, aber auch Taric glänzte mit seinem Peel und Heal- und Schildfähigkeiten. Das ist absolut nicht der Grund, aber dass die praktisch wieder zurückgekommen sind, ist einfach, weil sie konstant gut und konstant stark waren und die Tank-Supporter stark abgefallen sind. Zurück bleiben ein paar glänzende Diamanten, die es durch ihr Schild besonders gut verstehen, ihre Mates am Leben zu erhalten. Und noch eine kleine Anmerkung nebenbei. Solltet ihr wirklich noch Tank-Supporter wie Braum, Nautilus oder vielleicht Alistar spielen wollen, dann müsst ihr euch im Prinzip eurer Rolle neu bewusst werden. Ihr könnt nicht mehr wie ein Panzer in alle Gegner engagen, dass ihr dann unbeschadet auch noch überlebt, das könnt ihr vergessen. Tatsächlich feiert ein Alistar noch gute Erfolge, rein Winrate-technisch betrachtet, aber auch nur, weil er Kämpfe enorm gut kontrollieren kann. Er kann entscheiden mit dem W, wer seinem Carry zu nahe kommt und hat massig CC, um Bedrohungen auf Abstand zu halten oder betäuben zu können. Gleichzeitig kann Alistar als einer der wenigen noch relativ sicher engagen, da er mit seiner Ultimate ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, je nach Stufe, an Schaden reduzieren kann an ihm selbst. Und von dem her hat er noch so die Möglichkeit des Engages, aber Alistar kontrolliert und da liegt dann seine Stärke. Alles in allem haben wir eine breite Masse, doch wirkliche defensive Tank-Supporter sind jetzt leider raus erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und möchte euch ein klein bisschen daran erinnern, dass ihr mir natürlich auch helfen könnt, indem ihr einen Like da lasst und mich weiterempfehlt. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Climben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemiss.